Kreativität ist das Kapital von Russo. Die aus Georgien stammende Künstlerin verbindet Malerei und Modedesign. Das geht sogar so weit, dass sie ihre Bilder regelrecht anzieht. Auch vor politischen Aussagen macht sie dabei nicht Halt. Sie hat uns gezeigt, wie sie arbeitet und verraten, wie Hamburg ihr Schaffen beeinflusst. Das Hobby zum Beruf machen, für viele ein Traum. Die georgische Künstlerin Russo hat es geschafft. Die goldene Farbe bin ich auch mit dicken Pinseln, bin ich dann rübergegangen, so die goldene. Am liebsten arbeitet sie auf ihrem Balkon und genießt dabei die Aussicht. Zur Malerei kam sie durch ihre Großmutter. Es war für mich das größte Ereignis, als sie mich in einen Malereibedarf brachte. Damals war ich 4 Jahre alt, aber dieses Geruch vergesse ich nie. Für mich war das größte Geschenk, hinzugehen dürfen und die Sachen zu aussuchen zu dürfen, als irgendwelche Fest, Geburtstagsfest oder eine Puppe. Also die Puppen habe ich ja als Deko nur gehabt. Ich von Kindheit an, also dank an meine Oma, malte ich und zeichnete ich stundenlang. Für ihr Studium ist sie vor 10 Jahren nach Hamburg gekommen und bis heute geblieben. Russo ist nicht nur leidenschaftliche Malerin, sie ist Diplomdesignerin und entwirft Kleider. Ihr Stil ist auf ihren Werdegang zurückzuführen. Die Liebe zu aufwendigen Mustern brachte sie aus Georgien mit. In Deutschland entwickelte sie ein Gefühl für schlichte Eleganz. Dennoch liebt sie es, mit aufwendigen Details zu arbeiten. Da habe ich richtig das auch selber gefärbt und ich wollte so, dass es dann verschiedene Farbstufen sind und das hinzukriegen war auch kompliziert, diese Welle, aber ich mag diese Strukturen und ich liebe komplizierte Sachen. Ihre Kleider sind sowohl kostümartig als auch alltagstauglich. Russo setzt sich gern in Szene und präsentiert ihr Lieblingskleid. Bisschen schief, aber ich glaube, es sieht man nicht. Nicht nur der Geruch von Farben oder das feine Gefühl von Seide zwischen den Fingern bewegt die georgisch-deutsche Künstlerin. Na, was sieht ihr da? Auch Politik spielt für sie eine wichtige Rolle. Die First Lady Nummer 1 ist ihr aktuelles Werk. Es zeigt die Sportgymnastin Alina Kabajewa, die Geliebte von Putin. Und ich verabscheue alle Ladies, die mit einem Diktatoren zusammen sind. Aber trotzdem ist sie schön. Sie kombiniert Malerei und Design und zieht ihren Bildern Kleider an. First Lady Nummer 2 ist noch nicht fertig. Das ist Ri Sol-ju, die Frau von Nordkoreas Machtinhaber Kim Jong-un. Sie hat etwas Bewegung in das Land mit den strengen Vorschriften gebracht. Dank ihr dürfen Frauen in Nordkorea kürzere Kleider tragen. Kunst ist für Russo aber noch viel mehr als nur ein politisches Ventil. Das ist eine Therapieart für mich. Ja? Ich muss das raus, ich muss das auf dem Leinwand, die innere Emotionen rüberzubringen. Und das befreit mich. Also ich habe so viele Fantasie im Kopf, also Fantasiefiguren und Projekte. Ich muss das irgendwie rausbringen, sonst werde ich krank. In diesem Herbst erntet Russo ihren Erfolg und startet mit ihren ersten Ausstellungen in Hamburg.